So, diese Schüssel ist wohl ein bisschen besser. Soweit, so gut. Jetzt machen wir noch die Soße dazu. Für die Soße habe ich hier noch einen Rest Creme Fraiche. Ein Joghurt. Und Schmand. Dann geben wir noch was von der Gewürzsoße von meinen Gürkchen zur Verdünnung dazu. Etwas Pfeffer. Salz werde ich erstmal nicht dran geben, weil die Filets ja würzig sind. Dann später abschmecken. Das Ganze darf jetzt gut durchziehen. Da habe ich auch noch etwas Dill und eine halbe Limette werde ich noch dazu geben. Beziehungsweise den Saft von einer halben Limette. Gut. Das war's dann erstmal. Jetzt kann ich es durchziehen.